Hallo Leute und herzlich willkommen zu einem neuen Video von mir. Leute, heute werde ich über eine kleine Geschichte reden. Heute mal ein bisschen was anderes. Was ihr von mir nicht so gewohnt seid. Ihr habt ja eigentlich gestern den Vlog dann gesehen. Eigentlich sollte wieder ein Fragen- und Antwort-Video kommen, aber ich dachte gestern, komm, einfach ladest du mal diesen Vlog hier hoch. Und das habe ich dann auch gemacht. Ist erstaunlich gut angekommen. Das freut mich auf jeden Fall. Die Kommentare, die waren auch super. Also es hat mich extrem gefreut. Danke, dass ihr so zahlreich zugeschaut habt gestern, dass den Vlog, wenn ihr den noch nicht gesehen habt, Leute, also wenn ihr den Vlog noch nicht gesehen habt, Leute, guckt den auf jeden Fall nochmal an. Der ist extrem geil geworden, meiner Meinung nach. Also ich habe da wirklich sehr viel über meine neuen PC-Teile geredet und so weiter. Also da seht ihr alles, was ich gekauft habe und so weiter und so fort. Gut, gestern ist wirklich eine Sache passiert, die mich extrem genervt hat. Ja, das muss ich heute mal in diesem Video ansprechen. Und zwar geht es ja um Daniels TS. Also Leute, ihr kennt ja alle Dagosept, ne? Also Daniel. Und Leute, ihr wisst ja, er hat einen Teamspeak-Server. Also ts.pixellago.eu, erstmal möchte ich mal kurz dazu sagen, ist die IP. Gut. Das, was gestern passiert ist, das war nicht okay. Ja, also wie fing es erstmal an? Also Leute, wir kommen jetzt ganz zum Anfang. Also Leute, damals kam auf diesem TS ein Abonnent von mir, damals halt noch, ich weiß nicht, ob er mich noch abonniert hat nach diesem Video jetzt. Soll jetzt auf jeden Fall nichts gegen ihn sein, aber er hat extrem viel Scheiße gebaut. Das muss ich erstmal dazu sagen. Gut, ich werde dann auch den Namen von der Person erwähnen, weil das Kommentar, da wird man das eh sehen. Ich werde Kommentare und Beweise und alles einblenden und so weiter. Es wird noch mehr kommen, also ich werde nicht nur über die eine Person reden, sondern es wird noch was anderes dazu kommen, ne? Also, wie fing das gestern an? Also, ich war gestern nicht zu Hause, bin am Abend wiedergekommen und dann habe ich halt so gemerkt und habe halt so mitbekommen, ja, am TS ist Scheiße passiert. Also, jetzt kommen wir nochmal zu davor passiert ist, Leute. Und zwar, Daniel hat einmal einen Typ, also namens Surex, eingestellt als TS-Techniker, ne? Also er sollte den Teamspeak einrichten. Hat er das gemacht? Eigentlich am Anfang hat er das ziemlich gut hinbekommen, muss man ehrlich dazu sagen. Aber dann irgendwann haben wir auch gemerkt, er hat keinen Bock mehr auf den TS und er kann das nicht irgendwie. Und ja. Und mittlerweile denken wir uns alle so, ja, was haben wir eigentlich für einen Fehler gemacht? Wir hätten ihn nicht einstellen sollen. Denn immer, Leute, ihr habt ja wahrscheinlich auch in den Kommentaren gesehen, er hat immer Werbung gemacht für seinen Kanal und so weiter. Also, wer cool ist, abonniert mich oder sowas, hat er immer geschrieben. Vielleicht habt ihr es gesehen und so weiter. Ich werde nichts einblenden dazu, aber er hat das halt oft gemacht. Hab die Kommentare sowieso schon gelöscht. Er wurde von meinem Kanal gesperrt. Also, ich bin wirklich echt angepisst auf dich, was du gestern abgezogen hast. Das ist ja unglaublich, ne? Genau, also Leute, wie fing das erstmal an? Also wir haben ihn damals als TS-Techniker eingestellt, beziehungsweise Daniel hat das halt gemacht. Aber danach, irgendwann haben wir halt gemerkt, ja, er macht halt nichts mehr und er ist halt nicht oft online und er kümmert sich nicht um den Teamspeak und so weiter. Ihm ist das alles scheißegal, so haben wir das halt gemerkt. Dann kam Radusch auf einmal auf die Idee, er könnte Teamspeak-Techniker werden. Ne? Das war ungefähr vor 2 Wochen ungefähr, wurde er halt dann Teamspeak-Techniker und er hat uns den TS richtig gut eingestellt. So wie er jetzt ist. Ne? Dann kam gestern auf einmal Surex an. Also er ist natürlich aus dem Team geflogen, also er ist kein TS-Techniker mehr und wir haben ihm deswegen halt den TS-Creator-Rang gegeben. Also und er hat den TS, er hat sozusagen mit erstellt. Er hat halt mitgeholfen ein bisschen, ja, also wir wollten ihn nicht komplett alle Ränge wegnehmen, das wollte man nicht machen, aber er hat es dazu getrieben, und zwar ist er gestern auf den Teamspeak-Server gekommen, ein Beweis, am Ende des Videos kommen ein paar Ausschnitte davon, was alles genau jetzt passiert ist, da war noch eine Person beteiligt, dazu werde ich jetzt gleich noch was sagen, also da war nicht nur Surex dabei, da war auch Enderlike dabei, also Enderlike, ne, was du gestern gemacht hast, das war nicht so okay, aber er hat sich auf Twitter entschuldigt, dazu kommen wir gleich, ne. Also, er kam halt gestern auf den TS und hat halt probiert, ist halt so Enderlike in den Channel gekommen. Erstmal lustig, Enderlike, wie du den TS so eingestellt hast. User joined your channel. So, Alter, was ist das für eine Stimme? Da hat die schon Lachflash. Also, er hat dazu ein Video gemacht. Ein Beweisvideo auf YouTube, das ist schon gelöscht, das habe ich mir aber runtergeladen. Das werde ich am Ende einblenden, Leute. So ein paar kleine Szenen von diesem Beweisvideo.
Ist nicht so eine gute Qualität leider, aber das werdet ihr da dann sehen. Ist Beweis genug, um das einfach zu zeigen, was gestern passiert ist, ne? Dazu muss ich noch ehrlich sagen, Surex mochte ich eigentlich nicht wirklich, ne? Also, er war mir schon immer so nicht so sympathisch und so weiter. Er hat einfach eine scheiß Mikrofonqualität, das muss man ihn ehrlich gesagt lassen. Könnt ihr gerne mal bei sein letztes Video anschauen, über das Varro hat er mal gemacht. Also könnt ihr euch mal anhören, wie die Mikroqualität ist. Also die ist nicht sonderlich gut. Da ist ja jede andere Mikro, da ist ja meine Mikroqualität um 100% besser, ne? Also das geht ja, da ist mein Headset ja besser. Gut, das haben wir halt gestern so uns dann überlegt. Und das haben halt, dann ist halt Enderlike auf den TS gekommen und dann kam Surex in den Channel von Enderlike und hat halt gesagt, so ja, kannst du die Rechte benutzen oder kannst du zumindest einfach hier auf dem TS alle Ränge geben. Also du kannst dir wirklich alle Ränge selber geben. Das hat er dann gemacht. Er hat sich dann Owner gegeben und er hat seinen Designer-Rang wieder zurückgeholt. Keine Ahnung warum. Ich weiß nicht, warum du den Designer-Rang nicht mehr hast. Das weiß ich nicht, das muss ich Daniel fragen. Vielleicht kriegst du den wieder, keine Sorge. Wir werden schauen. Aber er hat sich auch dafür entschuldigt, dass, was er halt gestern gemacht hat. Also, dann kam Surex auf die Idee, alle Spieler, die auf dem TS sind, zu bannen. Sarah hat er gebannt, Ratusch hat er gebannt. Daniel hat er gebannt. Daniel kam da auch in den Channel rein und hat gesagt, kannst du mir das erklären? Also gestern, das war echt nicht toll von euch, also Surex an dich, ne, du hast wirklich viel Scheiße gebaut, das wird Konsequenzen haben, ne, du bist auf meinem Kanal jetzt gesperrt, brauchst dich überhaupt nicht mehr äußern, mit dir möchte ich überhaupt nichts mehr zu tun haben, ne, ganz ehrlich, ne, wenn du sowas abziehst, ich war nicht mal zu Hause, aber, naja, Enderlike, an dich muss ich auch noch was sagen, also es ist wirklich nicht eine gute Idee gewesen, dass du das hier mitgemacht hast, also dass du halt wirklich da, dich eingemischt hast und so weiter. Es ist ja, hätte Surex das alleine gemacht, hättest du die Strafe nicht bekommen, aber du wirst auch Konsequenzen bekommen und du wirst auch irgendwas noch eine Strafe oder so bekommen. Da werden wir uns noch was überlegen, das muss sich Daniel dann überlegen. Wir werden dich nochmal genauer befragen und so weiter. Du kannst dich gerne in den Kommentaren äußern. Er hat sich auf Twitter schon geäußert, da kommt gleich eine Einblendung. Ich blende euch das mal kurz ein, was gestern alles passiert ist, Leute. Dann haben wir halt bei Surex unter seinem letzten Video, habe ich dann halt geschrieben, warum zerstörst du den TS? Dann hat er so geschrieben, nein, das habe ich nicht gemacht. Und Daniel natürlich darauf so, ja, klar hast du. Und Rami und Ratusch und so haben sich alle aufgeregt. Ich habe ja gestern im Video gesagt, ja, Rami ist jetzt auch TS-Techniker. Ja, Rami wird jetzt auch mithelfen, den TS hier neu einzurichten. Also Rami und Ratusch, die werden jetzt den TS neu einrichten. Und werden sich jetzt besser darum kümmern, weil Surex das einfach nicht auf die Reihe bekommt. Wie ist bitte Surex eigentlich an diese Rechte gekommen, fragt ihr euch jetzt. Also, Daniel, jeder TS hat so einen Schlüssel, ne? Also Daniel hat seinen Schlüssel nicht geändert. Schlüssel ist sowas wie ein Code, womit du halt wo du die Rechte immer zurückholen kannst, ne? Und er hat das halt gemacht, hat halt den ganzen TS eingestellt. Ja, in der Eingangshalle, jeder kann sich Rechte geben, jeder kann sich Owner geben, jeder kann alles machen. Jeder kann alles löschen und bannen und zerstören und wie auch immer. So kleiner TS-Grief kann man sagen, nur halt auf Teamspeak, nicht in Minecraft. Genau, also zum Glück ist im Minecraft-Server generell nichts passiert. Das ist mal gut, ne, weil auf dem Server da... Der wollte auch auf dem Server einen Rank haben, hat er auch mal gefragt, ey Daniel, kann ich auf dem Server einen Rank? Warum willst du auf dem Server einen Rank haben, wenn du auf dem TS sowieso nichts gemacht hast? Ich weiß ja nicht, warum du überhaupt auf dem TS... den Techniker-Rank hat, dass obwohl du halt gar nichts gemacht hast. Also wieso willst du dann am Minecraft-Server einen Rank haben, wenn du am TS doch auch nichts gemacht hast? Das verstehe ich überhaupt nicht an dir. Also Daniel weiß es wahrscheinlich noch. Der hat mal damals gefragt, ja, kann ich auch einen Rank auf dem Server? Daniel damals so, nein. Und heute sowieso nicht. Ja, ich finde es halt echt traurig, dass Enderlike sich da eingemischt hat. Also das ist halt wirklich nicht okay gewesen. Das wird noch Konsequenzen haben. Ratusch hat das auf jeden Fall alles... Wurde halt dazu beauftragt, das Ganze wieder in Ordnung zu bringen. Und Enderlike wurde nicht gebannt. Den werden wir erstmal befragen. Das war ja nicht seine Schuld eigentlich, aber er hat halt trotzdem mitgemacht, ne? Er hat ihn angestiftet. Heißt, wenn ihr sagt, ja, spring von der Brücke, das ist die gleiche Scheiße. Also wenn einer euch sagt, ja, mach das, das ist diese Sache, ne? Also, ob man das macht oder nicht, ist jedem selber überlassen, aber. Nicht immer auf die anderen hören, also Enderlike, nee, nicht immer auf die anderen Leute hören, nur weil sie einen höheren Rang haben. Das heißt noch nichts, ne?
Nur, er ist kein TS-Techniker mehr. Er wusste das anscheinend nicht, hat er dann auch noch gesagt und so weiter und so fort. Enderlag werden wir nochmal befragen. Das wird sie noch im Laufe dieser Tage noch klären. Was wir dann machen werden, was wir für eine Strafe machen werden und so weiter. Also das fand ich echt nicht okay. Und dann hat er das auch noch aufgenommen. Und Enderlag wollte eigentlich seinen Freund trollen. Und also er wollte halt einen Freund von ihm trollen. Und dann kam Surex auf einmal. Dann haben sie halt alles nur zerstört und so weiter. Das werdet ihr dann am Ende noch sehen. Also ja, echt ärgerlich, ne, für uns jetzt. Raddusch muss das jetzt alles mal beheben und so weiter. Und der Pixel-Lago-Server, also der Minecraft-Server und der TS ist ja schon offen für alle. Könnte auf jeden Fall raufkommen, aber der ist halt noch nicht jetzt. Der wird erstmal neu gemacht komplett. Also da müssen wir alles neu einstellen und so weiter. Das kommt alles noch dazu. Er hat den TS zerstört, heißt, müssen alles neu machen. Die ganze Eingangshalle und so weiter war alles verbuggt. Also jeder konnte in jeden Channel rein. Also theoretisch, wenn ich aufgenommen hätte, letztens kam ja Black Flag einfach in meinen Channel rein, obwohl Sarah gestreamt hat und Sarah ganz klar gesagt hat, nein, wir wollen jetzt alleine sein. Und das ist halt total verbuggt einfach, das ist totaler Fehler. Es tut mir leid, aber wir wollen halt nicht immer nur mit, wir können nicht immer mit jedem reden und so weiter. Also generell im Stream reden wir nicht mit Zuschauern. Wir können mit euch ja im Chat schreiben oder so, oder im Chat so kommentieren und so weiter. Was wir halt so außerhalb von YouTube machen, ohne Streaming, ohne so, das können wir ja sowieso noch machen. Also wenn ja, nach dem Stream oder so können wir gerne immer noch mit den Leuten reden. Das ist ja klar, ne? Also wir können generell nach Livestreams, Leute, wenn ich mal wieder streamen sollte, nach einem Livestream immer auf dem TS reden oder so, wie ihr das Ganze wollt, ne, ist ja euch überlassen, ob ihr auf dem TS kommt oder nicht. Wenn ihr gerne mal reden wollt, dann könnt ihr gerne mal auf dem TS kommen. Ich bin dort auch oft anzutreffen, also jeden Tag ein paar Stunden bin ich auf jeden Fall drauf. So abends generell bin ich immer da. Ja, also ihr werdet jetzt noch gleich eine Einblendung sehen, wie Enderlag das ein bisschen dann missbraucht hat und wie halt das zerstört hat, wie halt alles passiert ist und so weiter. Ich find's halt echt traurig, ne? Obwohl Enderlag nur einen Freund trollen wollte und dann auf einmal kam halt Surex und musste halt wirklich seinen Wut rauslassen, obwohl wir ihn verschonen wollten und halt nicht alle Ränge abziehen wollten, aber also TS-Techniker haben wir ihn ja weggenommen, aber wir hatten halt noch einen TS-Creator-Rang gemacht, aber anscheinend war der nicht damit zufrieden. Das ist gleich gut wie ein Freundesrang übrigens, ne? Also Freundesrang ist ja eigentlich auch eine coole Sache, ne? Ist ja auch was Besonderes. MVP, was ich habe, ist ja auch besonders. Vielleicht werde ich auch irgendwann Moderator oder so. Mal schauen. Das ist das, was ich dazu zu sagen hatte, Leute. Ich finde es halt echt schade, dass man auf diese Idee gekommen ist, ne? Also Surex, an dich, ne? Ich habe echt keine Worte dafür, aber du bist jetzt bei mir durch, ne? Also brauchst dich gar nicht mehr irgendwie mit mir in Kontakt verbinden oder brauchst dich gar nicht mehr mit mir irgendwie... Brauchst mich überhaupt nichts mehr fragen. Also bist wirklich so einer, der... Keine Ahnung, ich weiß, du warst mir nie sympathisch und so weiter. Also... Ich mochte dich eigentlich nicht wirklich, ne? Also ich habe nur so getan, als ob du korrekt wärst, aber du bist ja gar nicht korrekt, ne? Also man hat es ja gestern gesehen. Gut, Leute, jetzt kommt das Beweisvideo, Leute. Jetzt kommen Screenshots und noch andere Sachen. Also Enderlag hat das ja aufgenommen und hat das hochgeladen. Das Video wurde aber von ihm schon gelöscht. Ich habe es aber runtergeladen extra noch, um euch so Beweise zu zeigen, weil es ist ja alles Beweismittel, ne? Das brauchen wir ja, wie die Polizei und so weiter. Die braucht ja auch Beweismittel und so weiter, um das einfach diesen Tatverdacht, diese ganze Tätigkeit, alles hier zu untersuchen, dass wir halt genau wissen, was ist jetzt passiert. Eigentlich super, dass du es aufgenommen hast, Enderlag, also das muss ich dir wirklich sagen. Gut, dass du das aufgenommen hast, haben wir ein paar Beweise mehr, ne, also. Ja, also, ich habe mich schon ein bisschen Schrott gelacht beim Video, aber, naja. Ich fand es schon lustig, aber wie gesagt, das war nicht okay von dir. Ich hoffe, du entschuldigst dich, also er hat sich auf Twitter entschuldigt. Das blende ich mal kurz ein. Und das war's mit dem Video, Leute. Jetzt kommen ein paar Beweise, Leute. Und ich würde schon sagen, bis zum nächsten Video, Leute. Macht's gut und ciao. Microphone muted. Buddy joined your channel. Okay, dann geht's jetzt auch schon los. Microphone also, ja. Activated. Ja, das ist jetzt ein neues Update von Dings. Kommst du auf Gomme? Ja, ich bin noch ganz. Ich komme jetzt auf Gomme. Okay. Kann ein Freund von mir mitspielen? Ja, aber warte, ich will erstmal eine Runde mit dir alleine spielen. Okay. Und zwar wusstest du jetzt, dass jetzt die meisten Leute zu mir sagen, dass ich hacken würde? Ja, hast du schon, glaube ich, einmal gesagt.
Aber das ist jetzt seit neuestem so, nur weil ich Butterfly, weil ich habe jetzt, wenn ich Butterfly, 17 CPS. Krass. Ernsthaft? Also natürlich, ich nehme manchmal noch den rechten Maustasten dazu. Also ich Butterfly und komme ich mit dem Ringfinger und hau noch auf den rechte Maustaste, aber das ist halt trotzdem richtig krass, oder du's? Okay, warte mal kurz. Ich mach mal kurz was, und zwar, ich geh mal kurz. Ich hoffe, der ist online. Nein, warte, noch nicht. Lass jetzt erstmal kurz auf die Map gehen. Ja, Nick, ich brauche Hilfe, ich hab grad Ender Legend getrollt. Und jetzt, will er... Jetzt ist der Rico disconnected vom Teamspeak und ein Junge, er ist weg. Keine Ahnung, kannst du mir mal kurz helfen, was ich machen soll? Er reagiert auch nicht, wenn ich anrufe und ich nehme gerade auf. Der gewünschte Gesprächspartner ist vorübergehend nicht zu erreichen. The person you've called is temporarily not available. User joined your channel. Hallo? Warte kurz. Geben? Was? Kannst du dir Rechte geben? Warte, ich probier's mal kurz aus. Wenn nicht, dann könnte ich mir ja gerne den Designer an dir zurückholen. Server Group assigned. Ja, kann ich. Du kannst dir alles Rechte geben, oder? Ja, ich hab meinen Designer an wieder, ja. Ey, gib dir mal ohne und bann die mal alle weg. Warum? Nein, mach Junge, ich mach das nicht. Ich will nicht von da gebannt werden. Ich entbann dich wieder, ich hab Sonderrechte. Warte, mach ich mal. Server group assigned. Warte. User ja, left your channel. User joined your channel. Warte, ich kann ihn User left was your, channel. To your channel. User jetzt joined your channel. Okay, nichts sagen. Okay, keine Ahnung, was soll ich machen? Nimm ihn Snackers Army weg, der kann er sich auch runtergeben. Was? Ja. User left your channel. User disconnected from your channel. Insufficient permissions. Insufficient permissions. Insufficient permissions. User joined your channel. Ey, bann die mal andere weg, bann die mal ich andere. Ich weiß nicht mal, wo die sind, ich hab diesen Jonas schon gebannt. Rejoin mal, rejoin mal. Insufficient permissions. Disconnected. Connected. Insufficient permissions. Insufficient permissions. Server group assigned. User entered your channel. Insufficient permissions. You were moved. Buddy joined so. Your channel. Wie kannst du mir das erklären? User joined das your war dieser Zurex, der hat mir alles gesagt. Dago, ich nehme auf. Das nimmst du auf? Ja, ich nehme gerade auf. Böse Daniel. So, soll ich das mal fixen? Dass man sich alle Rechte geben kann. Server group du weißt, als Spieler kann man sich alles geben, oder? Warte, ich probier's mal. Wenn er den Designer weg hat, dann kann er sich alles geben. Habe ich schon mit dem Tester gemacht. Hat alle Rechte. Server group revoked. So, warte, Servergruppe setzen. Ja, und jetzt? Server group assigned. Das ist so. Soll ich das mal fixen, Daniel? Muss er das fixen? Soll ich das mal kurz machen? Buddy left your channel. Der Unit. Ey, lass mal den Test kaputt machen. Lass mal den Test kaputt machen. Du was? Mal alle weg. Warte, stell mal kurz bei. Warte mal. Wo sind die denn? Warte, Jonas war nicht. Jonas war nicht. Gib mal auf Tester, Schnicker. Gib mal auf Tester, Schnicker. Hab ich schon. Ja. Nimm mir. Server Group revoked. Server Group Tester, Schnicker. Danke dir. Warte mal. Server User left your channel. Also, ich war Ratus-Bann.
insufficient permissions. Ah, ich kann ihn nicht mehr bannen, null. User joined your channel. Ja, den wollen wir schon eh alles geben. Die kann, da jetzt habe ich einen gebannt. Ich geh mal Sarah bannen. Nein, nicht, warte, jetzt mal kurz, weil dann müssen wir immer kurz warten. So. Genau. Dann. Den bann ich mal kurz. Buddy joined your channel group revoked. Jetzt kannst du die wegbannen. Insufficient permissions. Ja, warte. Hallo Yannick. Warte, ich muss hier wieder. Ich muss hier wieder ihr Techniker geben, so. Server Buddy left your channel. Bann einfach alle weg, einfach. Aber Yannick darf ich nicht bannen. Buddy joined your channel. Dich darf ich nicht bannen, pass auf. Ich kick dich mal kurz zum Channel. Vom Server. Buddy in your channel was kicked from the server. Lol. Du musst alle wegbannen. Bann alle weg, alle weg. User joined your channel. Disconnected. Lol. So Leute, das Video ist jetzt eigentlich schon vorbei. Ich habe aber noch kurz ein paar Worte zu sagen an Zurex und an Enderlike. Erstmal fangen wir mit Zurex an. Ich habe jetzt was zu sagen an dich, ne? Erstens, das ist einfach lächerlich, was du gemacht hast. Und zweitens, du willst einfach Geld dafür, dass die Leute für dich, dass du halt ein Teamspeak für Leute einrichtest. Ich meine, das kann doch wohl jeder selber. Man braucht nur ein paar Videos anschauen und das geht dann eigentlich schon. Ich weiß ja nicht, warum du das so kompliziert machst und du kannst es doch eh nicht. Also sei wenigstens ehrlich, wenn du das nicht, wenn du kein TS einrichten kannst. Ich meine, wir haben es ja gesehen, dass du das nicht kannst. Und das Rattisch und die das einfach, das Rattisch und Rami das einfach können. Und du einfach nicht. Und du sagst, du hättest uns das früher sagen sollen, dass du das nicht kannst, ne? Also dann wäre es ja okay gewesen. Du hättest uns das sagen sollen. Aber naja, du hast dich nicht getraut, das zu sagen. Du hättest auch sagen können, ja, ich kann das nicht, sorry und so. Hättest du gerne sagen können. Da wäre nichts passiert. Aber naja, du hast dich ja unbedingt darauf eingelassen. Jetzt noch kurze Worte an Enderlike. Es tut mir leid, wir haben schon lange nicht mehr geredet. Wir haben kurz mal zwischendurch geredet, kurz 5 Minuten, das war aber nichts Krasses. Ich wollte mit ihm mal wieder aufnehmen und so weiter. Ich hatte schon so viel vor. Auch ich habe mich ja zu entschuldigen. Sorry, dass ich in letzter Zeit einfach nichts mit dir gemacht habe. Und ich hatte halt sehr viel Privates zu tun, das habe ich dir auch bei Twitter geschrieben und so weiter. Ich blende das mal kurz ein. Wie gesagt, ich habe halt das einfach nochmal zu sagen. Es tut mir halt leid, dass wir jetzt so wenig gemacht haben und ich hoffe, das funktioniert dann beim nächsten Mal, dass wir dann wieder reden können und so weiter, dass wir halt ein bisschen mehr Kontakt wieder haben. Wenn mein Rechner wieder komplett neu ist, dann können wir ein bisschen mehr aufnehmen und streamen und so weiter. Können wir gern machen, ist alles kein Problem. Ich werde dann auch öfter streamen, Leute, habe ich auch schon erwähnt. Und das habe ich jetzt nur, das wollte ich in diesem Video einfach nur kurz sagen, ne? Also Enderlike, wir können bald wieder zocken. Ich habe auch Marcel versprochen, dass wir bald wieder Fortnite oder so zocken können. Er hat sich aufgeregt, weil ich mit Sarah im Stream Fortnite gezockt habe, aber mit ihm halt nicht. Erstmal sorry, ich habe relativ wenig Fortnite gezockt in letzter Zeit, weil mein Rechner einfach so den Berg runter geht, ne. Ich kann gar nichts mehr mit dem Teil machen, also er könnte jetzt jeden Moment abstürzen und Leute, ich weiß halt auch nicht, was ich machen soll. Das habe ich jetzt nur kurz hier zu sagen, Leute. Ich hoffe, es hat euch gefallen, das Video. War jetzt ein bisschen ernst zu nehmen, aber es war halt einfach nötig, dass ich das jetzt mache. Ja, ich hoffe, Rattusch und Rami kriegen das mit dem TS hin. Und ich wünsche euch viel Glück dabei. Und ich hoffe, ihr seid die besseren Techniker. Also, Leute, was geht ab? Und, okay, Fail. Ich schneide das jetzt auch nicht raus. Also, ich hoffe, Rattusch, ne, was geht ab, Bruder, ne, du machst das jetzt. Er richtet den TS jetzt besser ein. Und ich würde schon sagen, was wollte ich jetzt nochmal sagen? Ne, eigentlich wollte ich gar nichts mehr sagen. Sorry, ich bin gerade so verwirrt gerade. Sorry. Das war es eigentlich mit dem Video, Leute. War jetzt echt ernst zu nehmen, aber das war einfach mal nötig, dass ich das Video einfach mal raushaue. Was mir jetzt auf dem Herzen liegt. Und ich würde mal sagen, Leute, bis zum nächsten Video, Leute. Macht's gut und tschüss.